Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade im Hotelzimmer in Bad Hersfeld und wir wollen gleich gemeinsam die 18er Rangliste spielen, wo es diesen Monat richtig schlecht läuft. 317,25 ist mein aktueller Schnitt. 8 Ranglisten habe ich bisher gespielt und habe schon 13 Spiele verloren. Ja, 18er Rangliste geht gleich los. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Ich werde auf Vollbild stellen und das Video kurz pausieren, bis die Karten fliegen. So, da sind wir. Erstes Spiel. Ich habe zwar 2 alte. Na gut, 18 sage ich mal, falls keiner was hat. Vielleicht liegt ja Junge Ass. Ja. Passt. Kreuz. Kreuz habe ich 4 Trümpfe gegen 14. Herz ist Schuss. 24. Ah, okay. Jetzt kann ich ihm schon die Trümpfe abziehen. Na, Herz Ass hätte jetzt nicht unbedingt reingemusst. Schade. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Okay. 18. Ja, bis. Ja. Pass. Ich wollte gerade sagen, also 18 und 20 hätte ich gehalten und dann wäre ich rausgegangen. Und diesmal liegt tatsächlich der Kreuzbube im Skat. Ja, eigentlich müsste man Pik spielen, aber Kreuz ist das teurere Spiel. Kreuz. Deswegen spielen wir Kreuz. Ah, der Grang ist mir zu heikel. Also morgen in der Bundesliga spiele ich auf jeden Fall den Pik und nicht den Kreuz, weil ich da den König habe. Dadurch ist das Spiel natürlich um einiges stärker. Ja. Verlieren kann ich nicht mehr. Es geht jetzt nur noch, wenn die Piken verteilt sind. Das sieht so aus, dass sie auf einer Hand sind. Ja, dann kommen sie halt raus. Aber trotzdem Kreuz mit 3 gewonnen. Pass. Kreuz. Ein Trumpf habe ich nur. Karo kommt raus. Das Ass beim Alleinspieler. Okay, hat er mit 2. Ne? 21. Ja, das Ass war blank. Wirft er jetzt einen Pik weg? Sind wir raus. Ersticht. Wir sind raus. 21 und 13. 21 und 13. Da müssten wir jetzt auf jeden Fall gewonnen haben. Oh, das ist ja ein ganz schlimmer Start. Nee, das ist mir. 18? Ohne 4 ist mir nichts. Kreuz.
Karo 10 hat er gestochen. Ja, hat er mit 4? Oder hat sich mein Mann nicht getraut? Ja, er hat mit 4. Das sieht nach einem Nulle-Wehr-Hand aus. Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. Passe. 0. Nulle-Wehr-Hand. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob ich da morgen auch Nulle während mit der Karte spiele. Oder ob ich reingucke. Ja, manchmal sind die Kreuzen auf einer Hand und liegen noch zwei. Passe. Gut. Dann hätte ich 0 verloren. Wenn ich reingucke, spiele ich ja dann den trotzdem. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23, ja. 24, ja. Passe. Null. Ein blanke 7, der ist nicht gut. Wenn er nicht Karo Ass gedrückt hat, hat er verloren. Also wenn er ein Karo gedrückt hat, gewinnt er. Hat er kein Karo gedrückt, dann wird er verlieren. Oh, Karo Ass ist gedrückt. Na, dann geht's halt nicht. Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Passe. Da wäre ich gerne rangekommen bei dem Spiel. Bei 30. Also vor 30. Leider war es nicht der Fall. Oh, Kreuz habe ich auch 5 Trumpf gegen. 10 Karo. Wieso haut er denn da Herz König rein? 32 haben wir jetzt. Ach so, weil er jetzt Herz frei ist. Naja, dicke Fette gewonnen. Ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, 24, ja. 27? Passe. Passe. Peak. Ich bin Peak frei. Na gut. Zehn haben wir. Hat er wirklich mit 3? Zweiunddreißig.
Leider bleibt es dabei. Ja. 20? Ja. 22? Der hatte sogar mit 4. 23? Ja. 24? Ja. 27? Passe. Passe. Peak. So, was kommt da raus, Kreuz? Da schneiden wir nicht. Dann hat er blank angespielt. Warum hat er blank angespielt? Hat 5 Trümpfe wahrscheinlich dagegen. Da hätte er doch besser mal die Karo 10 reingeworfen. In die Kreuzdame. Das verstehe ich nicht. Wie kann man da stechen? Naja. Hätte ich immer die blanke 10 reingeworfen. Passe. Dann hätten wir auch gewonnen. 18. Passe. Er sticht Karo Ass. Wir kriegen einen Trumpfstich mehr. Was haben wir jetzt gekriegt? Karo. 7 Augen, glaube ich, auf den Stich. Aus sind wir. 38. Ja. 49. Oh, 61. Damit hätte ich ja nun gar nicht mehr gerechnet, dass wir den gewinnen. Ja, habe ich 4 Spiele schon umgebogen und selber nur 2 Spiele gemacht. 18? Ja. Passe. Passe. Karo-Reizung. Tja, was machen wir da? Entweder beide Herzen drücken oder Pik Ass blank drücken und Herz 10 oben lassen. Kreuz. Ich entscheide mich mal für 14 Punkte drücken. Sieht zwar optisch schlechter aus, aber so haben wir wenigstens ein paar Punkte gedrückt. Aber die Trümpfe sitzen verteilt, das ist gut. Und Pik gebe ich auch nur noch einen Stich ab. So, mein drittes gewonnenes 18. Spiel. Passe. 20. Passe. Oh, Kau, das ist natürlich bombastisch. Und noch ein Trumpf. 8 Trümpfe mit Ass 10. Ja, als Vorhand wäre das natürlich ein Grang. Pik. Pik. So ist es nur ein Pik-Schneider. Aber ist ja trotzdem super Ding. Thank you.
Passe. Passe. 18. Wann hat man das schon mal? 8 Trümpfe mit allen, also wo halt nur Trumpf 7 und die beiden Alten fehlen und dann noch Ass und 10 in der Beikarte.37 haben wir jetzt. Ungewöhnliches Ausspiel auf jeden Fall. Ich habe leider nichts mehr. Nur noch eine Dame. 47. Ja, das war's. Na, Herz, das. Die Dame zwar zu dritt, aber Herz Dame war ja schon reingetan. So, eine schwierige Karte. Passe. Passe. Ja, bei Passe, Passe muss man natürlich 18 sagen. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich es mache. Schön ist der nicht. Auch wenn er mit Vieren ist. Kreuzassladung ist natürlich geil. Weil jetzt gebe ich da keinen Stich mehr ab. Jetzt habe ich denn sogar Schneider gewonnen. Das darf nicht wahr sein. Ja. Gegen Herz frei. Pik mit vieren Schneider, wow. 18. Passe. Na, die Karte ist fast so ähnlich wie die davor, nur dass ich nicht im Ausspiel bin. Dann bin ich mal immer kleiner Maurer. Normalerweise passe ich mit so einer Karte nie, aber irgendwie will ich meine guten Punkte nicht mehr verlieren. Und wenn man hier schlecht findet, dann geht das ganz schnell. Passe. Passe. 18. Grand. Sechzehn. 31. Passe. 18. Passe. Oh. Ah, zwei einfach bestellte 10, eine blanke 10. Also das habe ich nicht verstanden. Er hat Ass und König und legt da den König rein. Sehr merkwürdig.
Na, dann hau jetzt das Ass rein. Warum hat er denn da nicht Herz Ass reingehauen? Ich verstehe es nicht. Passe. Einfach mal mit Herz Ass raufgehen, dann wird die Sache interessant. Grand. So, das war's. 15:0, 691. 5 verlorene Spiele ranbekommen. Ich bin sehr zufrieden mit der Liste. Okay, Leute, das war's von mir. Für heute gibt's nichts mehr. Ich muss mich ein bisschen schonen. Ich habe wenig geschlafen die ganzen letzten Nächte. Deswegen heißt es jetzt ausruhen für mich. Also, bis bald. Euer Quantus.